Hallo und herzlich willkommen im Jumpdome Klangfurt. Damit euer Ausflug zu einem unvergesslichen Erlebnis wird, zeigen wir euch in diesem Video alle Regeln auf einen Blick. Bevor es mit dem Springen losgehen kann, muss jeder Gast unseren Haftungsausschluss unterschreiben. Kunden unter 16 Jahren brauchen dabei die Unterschrift ihrer Eltern. Dein Gewand kannst du in unserer Garderobe lassen. Wenn du dich umgezogen hast, klebe deinen Sprungzeitzettel sichtbar vorne auf dein T-Shirt. Versperre deine Wertgegenstände im Spind. Den Schlüssel dafür bekommst du bei uns. Während du springst, kannst du den Schlüssel bei uns abgeben, damit du ihn nicht verlierst. Nimm deine Trinkflasche nicht mit auf die Fläche. Du kannst sie während du springst in der Garderobe lassen oder auch einfach beim Tisch lassen. Nicht vergessen, Sprungsocken sind Pflicht, sobald du die Sprungfläche betrittst. Achte beim Springen bitte auf deine Sprungzeit und verlasse danach selbstständig die Fläche. Klebe die Sticker nicht auf Gegenstände, sondern entsorge ihn bitte im Müll. Vergiss nicht, dich aufzuwärmen, bevor du mit dem Springen beginnst. Aus Sicherheitsgründen springt bitte immer nur eine Person pro Trampolin. Kenne deine Grenzen und springe nur im Rahmen deiner Fähigkeiten. Aus Sicherheitsgründen springe bitte nicht über die Fußwege. Fangen spielen ist auf der gesamten Sprungfläche untersagt. Achte auf andere Springer und suche dir ein freies Trampolin. Springe nicht mit den Füßen voraus von der Wand. Probiere stattdessen die Warrun-Technik aus. Laufe nicht quer über den Airbag, sondern gehe außen herum. Im Airbag und in der Schnitzelgrube landest du am besten im Sitzen oder am Rücken. Vermeide Landungen mit gestreckten Beinen. Es ist untersagt, das Geländer hochzuklettern. Verweile nicht im Airbag oder in der Schnitzelgrube. Grabe aus Sicherheitsgründen bitte keine Löcher in die Schnitzelgrube. Auch beim Ninja Warrior gilt, nach dem Hineinfallen den Bereich sofort verlassen. Verweile bitte nicht in unserem Donut, da dich andere Springer sonst übersehen könnten. Klettere nicht die schrägen Trampoline hoch und halte dich bitte auch nicht am blauen Polster fest. Jetzt seid ihr top vorbereitet. Wir hoffen, es hat euch gefallen und wir freuen uns schon auf euren nächsten Besuch im Jumpdome Klagenfurt. Bis bald. Ciao.